Uns ist aufgefallen, dass es auf der Welt noch keine motorisierten Schlittschuhe zu kaufen gibt. Deswegen haben wir uns einfach welche selbst gebaut. Also das Problem ist, dass die Kette viel zu tief ins Eis reinschneidet. Um das Problem zu lösen, haben wir auf jeden einzelnen Zahn von der Kette einen kleinen Schweißpunkt drauf gesetzt. Jetzt ist die Kette nicht mehr so scharf und sollte sich nicht mehr so tief reinschneiden. Jetzt war das Problem, dass wenn man sich auf die Kette draufstellt, durch den hohen Druck viel zu viel Reibung entsteht und die Kette deswegen klemmt. Mit weniger Gewicht hat es jetzt schon mal richtig gut funktioniert. Deswegen haben wir jetzt an die Seite eine Kufe dran geschraubt, damit das Gewicht nicht mehr komplett auf der Kette lastet. Und dann waren wir endlich bereit für den finalen Test. Ich find's mega krass, dass es jetzt überhaupt so gut funktioniert hat, aber wir haben uns echt schon ganz schön oft hingelegt mit den Dingern. Nochmal ganz, ganz vielen Dank an die Eissporthalle in Heilbronn, dass wir da drehen durften und vor allem an den Eismeister Peter, du bist einfach der Allergeilste. Ja, ich bin echt froh, dass der Johannes hier dabei kein Bein abgesägt hat, also macht es auf jeden Fall nicht nach. Wer weiß, vielleicht machen wir ja nächsten Winter noch ein bisschen weiter, damit wir die Seen wieder zugefroren sind. Dann lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao! Ciao.